Tief unter dem Hauptgebäude lagert er, der Fotoschatz der ETH-Bibliothek. Nicole Graf, die Leiterin des Bildarchivs, zeigt uns einige Aufnahmen, die sie nicht zuordnen kann. Häufig sind es Luftbilder von Walter Mittelholzer, Aufnahmen von Industrieanlagen etwa, deren Schlote längst aufgehört haben zu rauchen. Der Flugpionier hat sie systematisch angesteuert. Da ist er extra tiefer geflogen, hat Einzelgebäude, eben Industrie, Fabrikanlagen, Hotels aufgenommen und ist dann natürlich zu den Besitzern von diesen Anlagen gegangen, und um sie zu verkaufen. Und das wurde auch rege benutzt. Mittelholzers Aufnahmen sind meist in der Zwischenkriegszeit entstanden. Die Auflösung ist digital so gut, dass man per Zoom einiges entdecken kann. Manche zeigen Residenzen, deren Pracht nur aus der Luft zu erkennen ist. Andere Weiler und Dörfer, als die Dorfjugend noch den Blick nach oben wandte, wenn ein Flugzeug auftauchte. Seit die Bilder online sind, haben sich schon rund 200 Privatpersonen gemeldet. Von zwei, dreien weiß ich auch, dass das eher Männer im Pensionierungsalter sind. Und darunter gibt es welche, die jetzt ganz viel identifizieren, weil sie ihr Thema gefunden haben bei unseren Bildern. Und manche Leute, die einfach über Bilder stolpern und da mal eins oder zwei Feedback geben. Und tatsächlich konnten die ehrenamtlichen Bilddetektive schon einige Bilderrätsel lösen. Etwa dieses hier. Es zeigt eine ehemalige Möbelfabrik in Stein am Rhein. 1970 wurde sie abgerissen. Im Bildarchiv der ETH-Bibliothek existiert sie nun weiter.